Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Gestern. Gestern schon eingelegt in Rotwein mit den entsprechenden Gewürzen. Und jetzt der erste Schritt, das Zerlassen des Fetts und des Specks. Was das ist. Würze unter anderem Wacholderbeeren, das ist wichtig. Ja, Wacholderbeeren, das ist wichtig. Das, meine Damen und Herren, ist beziehungsweise war Reh. Sobald der Speck goldgelb zerlassen ist und magerer Speck ein bisschen durchwachsen, Räucherspeck. Ja, genau. Dann kann unter Umständen jetzt schon der Rehrücken in das heiße, zerlassene Fett zum Anbraten. Mit der bespeckten Seite zuerst in die Pfanne. Wir wollen mal sehen. Zunächst erst einmal kross anbraten von beiden Seiten, bevor man die Marinade hinzugießt. Nach und nach. Wegen der heftigen Dampf- und Rauchentwicklung kann es natürlich vorkommen, dass sich dieses Ding da oben zu Wort meldet. Für diesen Fall haben wir diese Verlängerung zum Deaktivieren. Zum Deaktivieren tippen wir einmal in die Mitte des Rauchmelders und dann geht das wieder seinen geregelten Gang. Sonst kommt die Feuerwehr. Unverhofft kommt oft. Nach dem Anbraten und dem Hinzugeben der Marinade kann man natürlich etwas runterdrehen und bei halber Kraft das den Schmorprozess einleiten. Sobald der Braten die gewünschte krosse Bräune erreicht hat und die Marinade vollständig übergossen wurde, kann man zum Schmorprozess den Deckel drauf tun. Erstens bleibt das Aroma dann im Topf und zweitens die Hitze zum Garprozess. Und noch ein kleiner Tipp für die Hobbyköche. Das Aroma gehört in den Topf. Das soll heißen, den Deckel nicht allzu oft anheben, denn sonst verflüchtigt sich das Aroma in den Dampfabzug. Aber wir wollen ja ein aromatisches Fleisch und auch Soße. Die jeweilige Garzeit hängt natürlich von ihren Geräten ab. Hier kann man ad libitum entscheiden und parallel dazu natürlich auch die Klöße aufsetzen und den Rest, der da noch kommt. Die Viskosität der Soße kann man mit einer Mehleinbrenne selbst oder Mehl, ja, mit Mehl, etwas Mehl selbst definieren. Ja, also dann auch durch Reduzieren der Wasseranteile. So, warte mal. Das machen wir wirklich Schluss. Warum Köche von einem flachen Teller verkosten,
hängt natürlich damit zusammen, dass auf einem flachen Teller die Hitze viel schneller absorbiert wird als von einem Löffel. Man will sich ja schließlich nicht die Zunge verbrennen. Wir kosten mal. Ich glaube, da braucht nichts mehr ran. Nicht mal mehr Salz. Perfekt. Abschließend noch die geheime Zutat. Psst. Und nochmal gut verrühren. Ein bisschen mit Sahne verfeinert. Psst. In der Zwischenzeit sind die Klöße auch bereit und dann wünsche ich guten Appetit. Es ist angerichtet. Guten Appetit. Und was Süßes zum Dessert: Chicorée-Salat mit Schuss.